So, und hiermit ein herzliches Willkommen zurück zu Little Big Workshop. Jo, wo wir jetzt wieder im Solo-Trend sind. was haben wir denn jetzt eigentlich angestellt, muss ich sagen? Wir waren hier, also ich weiß noch, wir waren hier irgendwie voll im Umbaumodus und haben kein Geld mehr gehabt. Jetzt krebeln wir ein bisschen mit Aufträgen rum. Ich glaube, ich sollte so langsam mal ein paar normale Aufträge wieder annehmen, aber okay. Wir werden sehen, was wir noch schaffen werden. Also, wir haben uns geeinigt, wir brauchen wahrscheinlich noch einen zweiten Pauseraum. Die Kaffeebecher da, die reichen nicht mehr. Ja. Es ist schön. Es ist schön. Der Raum hier muss kleiner werden. Definitiv. Also, es geht so nicht mehr weiter. Es geht so echt nicht mehr weiter, muss ich zu sagen. Na gut. Wir werden sehen, was wir machen können. Wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, das kann noch ein bisschen kleiner werden. Ja, könnte. Das sieht mir aus wie zwei Felder. Das ist eins. Das sieht mir aus wie zwei Felder. Das sieht mir auf jeden Fall größer aus, als sie eigentlich da ist. Aber okay, wir werden sehen. Nur, wir lassen jetzt das Spiel einfach mal weiterlaufen. Einfach weiterlaufen lassen, ist ja schön und gut. Wir wollten das ja sowieso alles umbauen. Das ist unser Endlager. Ja, das Endlager, ne? Hm. Das ist auch immer so eine schöne Sache. Okay, das ist damit. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Ist jetzt schon ein bisschen hin. Das wird damit betrieben. Es geht da hinten auf das Pult. Das hier ist gar nicht mehr mit angeschlossen. Was soll das? Ich will, dass das angeschlossen ist. Das muss mit drauf. Komm her. So, jetzt ist das auch drauf. So, das waren die Biegemaschinen, ne? Die zwei Biegemaschinen hier. Die müssen dann auch noch dahin. Okay, das ist für die Skier. Da machen sie die Skier weiter. Die Trommeln, die Bongos, die... Wir hatten ja meistens nur geklebt. Ja, okay, die eine Klebestation, die könnte mal erneuert werden. Ich bin mir gerade unsicher, aber es sind beide in Betrieb. Okay, es sind auf jeden Fall beide in Betrieb. Das ist schon mal was. So, hier sehen wir eine Werkbank. Die sollte eigentlich in dem nächsten Reparatur kommen. Wobei wir gerade das übliche Problem des Werkstoffmangels mal wieder live erleben. Aber okay, man sieht's noch. Man wird schlau draus. Was? So, ich warte jetzt erstmal, bis diese zwei Dinger fertig sind. Das wird sonst zu viel. Das wird echt zu viel, das ist das Problem. Also was ich auf jeden Fall machen muss, ist diesen Raum auch noch ein bisschen vergrößern. Im Sinne, muss ich nur gucken, wie ich das anstelle. Vielleicht kriegen wir es dann auch gebacken, dass wir die Dinger dann nebeneinander stehen haben und nicht so wie jetzt. Na, mal gucken. Wir haben ja, glaube ich, noch ein bisschen Ausbau. Aber das ist auch nur ein Feld, was wir Richtung Außengrenze machen können. Ne? Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Ah, das ist, ja. Also das muss dann auf jeden Fall repariert werden. So, da ist jetzt nämlich die nächste Bongo fertig. Bingo Bongo ist fertig. Was? Das sollte eigentlich demnächst auch mal gemacht werden. Ich habe das ungute Gefühl, da wird in nächster Zeit noch nichts geschehen. Ach ja.
Ach ja. So wie es in der ersten Folge heißt, kriegen wir natürlich von Duckies dann auch Kies gesponsert, die wir dann unter sämtliche Kommentatoren verlosen können. Nur nochmal, um darauf einzugehen. Schreibt einen Kommentar hier drunter. Am besten noch, wie gefällt euch das hier? Dann können wir das öfter sowas machen. Ja, dann könnt ihr uns auch noch vergleichen. Unten in den Videobeschreibung steht ja überall auch mit seinem Kanal und seine Playlist. Tja, ich habe jetzt eigentlich noch nicht so effektiv bei ihm mit reingeschaut, muss ich ehrlich zugeben. Aber mal gucken. Aber mal gucken. So, ist das Ding jetzt schon fertig repariert? Alter, das ging schnell. Das geht schnell. Das hier dauert Stunden, wenn nicht sogar Tage. Das sind eher Tage, die gerade vergehen, aber okay. Ja. So, es könnte sogar sein, dass wir beides fast zeitgleich hinbekommen. Das wäre ja mal sehr interessant, muss ich sagen. Wenn es jetzt wirklich gleich zeitgleich zu Ende geht. Ja, aber hier sehen wir wieder das tolle Phänomen des Pauseraums. Wir sollten mal einen zweiten bauen. Aber auf diese Fläche gesehen, ich glaube nicht. Auf diese Fläche gesehen, ich glaube nicht. Wir haben 4 Träger, die nichts zu tun haben und 2 arbeitslose Arbeiter. Was? Und somit sind es auch schon 5 Träger, die nichts zu tun haben. Läuft. Weil die Arbeiter die Arbeiten des Trägers abnehmen. Ja. Das ist top. Das ist top, muss ich sagen. Das ist Hammer. So, die Bongos sind fast fertig. Ich glaube, das ist das Erste, was wir abliefern. Das war mir um vornherein schon klar. Weil die brauchen nur die 2 Werkbänke. Da ist nichts viel. Ein bisschen Holzzuschnitt und dann kleben, kleben, kleben. Das braucht nicht mehr. Das ist das Gute bei. So, wir haben noch einen Arbeiter mit den Level-Ups. Also wir haben noch 3 Ungelernte. Also die leveln irgendwie schneller auf als die anderen. Oh, was ist denn hier los? Müsste auch mal beides repariert werden. Sind da jetzt eigentlich noch irgendwelche Schier, die gemacht werden müssen? Jep. Sind wir noch welche? Im Auftrag. Steht da nicht auch dabei, wie viel? Nö. Nur wie viele Stunden es ungefähr dauert. Na, wenn sie es in 6 Stunden fertig haben sollten, dann sollte es eigentlich auch funktionieren. Ja, das sieht irgendwie gerade ein wenig, naja, aus.
So, da geht nämlich die nächste Werbung, die nächste Werkbank, ja, in die Brüche. Hier ist noch eine andere Maschine, die könnte auch mal eine Reparatur vertragen, während sie jetzt nicht läuft. So, dann lassen wir das mal liefern. Hams! Hams! Da futtert sie einfach weg. So, noch ein Arbeiter. Dieter Weiß hat ein Level Ups. Und da kommen die Kaffeetassen wieder zurück. Yeah. Es gibt immer wieder Gründe, warum es Pfand gibt. Was? So, können wir jetzt eigentlich auch noch Bongos so? Ich weiß es gerade gar nicht, glaube nicht. Plastik. Wir hätten Plastik ohne Ende. Yeah, was haben wir denn da? Ich habe gerade die Info mit den Bongos bekommen. Die sehen super aus. Die Leute stachen schon, während ich sie noch auspacke. Hoffentlich können wir... Okay, das ist, im Endeffekt ist das eigentlich jedes Mal der gleiche Text, oder? Ich glaube mal, ja. Ich vermute einmal, ja. Sieht zumindest so aus. So, diese Werkbänke. Könnten wir die mit irgendetwas anderem austauschen? Ich glaube nicht. Außer wir bauen einen neuen Raum. Na, dann ist die große Preisfrage, wie groß werden die Maschinen? Das ist genau das gleiche. 50% Effektivität zum gerade schneiden und 100% zum Kurven schneiden aus der Trennschleife. Die Trennschleifmaschine besser. So, jetzt haben wir es. Das ist die Biegemaschine, Formpresse. Eine Metallstrangpresse. Also die leichten Maschinen. Leichte Maschinenaufträge kann ja selbst noch die Werkbank richten. Die Metallstation. Schweißstation könnten wir eigentlich mal holen. Spritzgießmaschine ist jetzt auch nicht so teuer, muss man sagen. Nähstation. Alter. Eine Streichstation müsste jetzt eigentlich noch hier mit in den Raum kommen. Der ja sowieso schon überfüllt ist. Ach, hör mal auf. Eigentlich brauchen wir davon auch wieder zwei, ne? Mindestens. Mir ist gerade so ein doofer Gedanke gekommen. Wenn ich jetzt hier so einen Gang habe. Oder so einen Vorraum, besser gesagt. Kann ich, das kann ich mit einbauen. Im Endeffekt kann ich die Teile ja hier mit reinsetzen. Und die Maschinen... in den Raum voll klatschen mit sowas. Am besten vor so eine Tür, so eine Schalltafel. Fragen über Fragen. Was hat denn jetzt dann gepackt?
Fragen über Fragen. Das ist die große Preisfrage. Schalttafel. Schrottcontainer. Werde all diese nervigen Ersatzteile los, die deine Fabrik verschandeln. Wenn wir das Ding abreißen, kriegen wir Geld. Was machen wir mit dem Rest? Der überbleibt? Also die Tischlerstation haben wir schon mal außer Betrieb genommen. Das ist ja schon mal etwas. Eine Spritzgießmaschine. Was wäre jetzt eine Investition wert? Eigentlich schon die Speisstation, ne? Dann könnten wir noch schnell die Skier produzieren und nicht über diese 25% Bänke. Eigentlich wäre alles mal eine Investition wert. Was ist das fies. Ist das fies, ey. Kriegen wir das da? Ich glaube, das habe ich schon mal ausprobiert. Das passt da oben nicht rein. Nee. Aber man könnte das hier unten so einsetzen. Hier zum Beispiel. Würde mir das was bringen? Noch mehr Stauraum für irgendwelche Maschinen, die dann in der Mitte stehen, ne? Und dann eine Gunst sondergleichen. Ist auch nicht so das Wahre. Was ich machen könnte... Wäre das da einsetzen? Das können wir erstmal ausliefern. So. Dann setzen wir das um. Nach da oben. Na komm. So, dann hätten wir da schon mal das Regal umgestellt. Das Regal. Das hier können wir, glaube ich, sowieso komplett wegnehmen, so wie das jetzt aussieht. Obwohl, wir könnten... Nee, dafür ist kein Platz mehr. Dafür ist kein Platz mehr. Yeah, Level up, Sipancho! Und 2! Das ist schön! Wir könnten Plastikproduktion nehmen. Ach, hör mal auf! Grundstückserweiterung wäre jetzt nicht schlecht. Na gut, machen wir das. Kundenbeziehung. Wer klingelt denn jetzt schon wieder? Hallo, ich habe nur Gutes über deine Fabrik gehört und vielleicht kannst du uns helfen. Wir haben einen Test für dich vorbereitet. Hast du Interesse? Was soll ich machen? Was? Wie soll ich denn das produzieren? Da fehlen auf jeden Fall noch Maschinen. Was ist denn das?